Guten Abend, liebes Direktorium, guten Abend, liebe Festgemeinde des IFP. Der Erzbischof von München und Freising, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, ist zu Gast beim IFP und Thomas Gottschalk an meiner Seite, Ex-Stipendiat, Moderator beim Bayerischen Rundfunk wieder und beim ZDF immer wieder und noch, worüber wir uns besonders freuen. Kurzum, der Kardinal ist da, der Twitter-Gott ist da, das Hochamt kann beginnen. Also, Kardinal Marx. 50 ist ja das neue 30, sagt man so. Da ist man in der Regel, also die meisten jedenfalls, sportlich fit. Man hat die Smartwatch und so. Und wenn man das mal so aufs IFP überträgt, die haben sich, glaube ich, auch ganz gut gehalten, fit gehalten, haben sich multimedialisiert, digitalisiert. Was wünschen Sie dem IFP zu diesem Geburtstag? Ja, ich wünsche dem IFP, dass es an den Herausforderungen der Zeit dranbleibt, die ich nicht alle im selben Tempo verstehe, wie es die jungen Leute tun. Digitalisierung war eben ein Stichwort. Ich glaube, da muss man einfach dranbleiben und es verstehen und eben attraktiv anziehend bleibt für junge Leute, die sich hier in dem Bereich der Medien aufstellen wollen. Der Bereich der Öffentlichkeit, wie wir Öffentlichkeit gestalten, ist so etwas Zentrales, so etwas Wichtiges. Jetzt fange ich schon an, wieder Sorgen zu äußern, denn eine große Sorge, die ich einfach habe, ist, wenn die Öffentlichkeit, die Kommunikation in der Öffentlichkeit, ob wir überhaupt noch einander verstehen, wenn das zerbrechlich wird, dann ist die Demokratie doch in Gefahr. Und deswegen sind Medien so wichtig und Leute, die mit Medien umgehen und die helfen, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen und einander verstehen. Also insofern wünsche ich mir, dass ihr viele junge Leute habt, die da drauf Lust haben. Thomas Gottschalk, wenn ich erzähle über das IFP und man fragt, was ist das eigentlich für ein Laden, dann kann man das ja schon versuchen zu erklären. Das verstehen die meisten dann aber erstmal nicht so richtig. Dann fängt man an, über die Absolventen zu sprechen, wer da alles dabei war. Die Dagmar Reim, Willi Stoll, die Claudia Notelle, Klaus Brinkbäumer, Heribert Prantl. Ah, echt super, die waren da alle. Und dann, wenn man dann aber Thomas Gottschalk nennt, dann kommt so das gewisse Strahlen auch noch in den Augen dazu. Das muss ich einfach mal sagen. Das ist schon so das gewisse Proprium. Und Ihre Karriere macht ja einfach einen so strahlenden Eindruck. Das war was wie so ein Glücksgleis, hat man manchmal das Gefühl. Sie haben sich da drauf gesetzt und es lief und lief und lief. Was war das Besondere? Welche Rolle spielte das IFP dabei? Gibt es ein Quantum IFP in dieser Karriere? Ja, natürlich. Und ich will gleich nicht mit Entschuldigungen beginnen, aber ich glaube, es sind viele im Saal, die lieber einen anderen Vertreter hier auf dem Podium gesehen hätten als mich. Denn ich bin natürlich nicht das leuchtende Beispiel für eine geglückte Journalistenkarriere. Ich kann gerne noch was dazu sagen, gerade weil er schon gesagt hat, also er versteht es nicht mehr. Ich war immer der junge Welterklärer auf der Bühne, aber dass Kardinäle inzwischen älter sind als ich, ist für mich auch eine neue Erfahrung. Also er ist jünger. Jünger. Für mich war es, ich krieg's immer noch nicht hin. Ich kriege es immer noch nicht hin und ich habe mich fest entschlossen, also wenn der erste Papst kommt, der jünger ist als ich, dann trete ich wirklich zurück. Aber noch ist es nicht so weit. Tatsächlich war es für mich so, dass ich ja diese Entertainment-Karriere, sage ich mal so, das war ja eigentlich eine Folge dessen, dass die Journalistenkarriere so nicht richtig funktioniert hat bei mir, weil mir der nötige Ernst gefehlt hat. Und ich habe auch immer wieder gedacht, eines Tages rette ich mich noch in die, sagen wir mal, nachvollziehbare und auch meiner Mutter sehr viel sympathischere Ecke eines Journalisten bei Christ und Welt oder wo auch immer. Aber in der Tat habe ich als einer der wenigen mich als Missionar gefühlt, der in die dunkle Welt hinausgetreten ist und trotzdem dieses Quäntchen journalistischer Wahrhaftigkeit, sagen wir mal. Also, und ich glaube, das ist ja heute auch die Diskussion, kann Journalismus in diesem ganzen Fake-News-Gerede überhaupt noch wahrhaftig sein? Und wenn es jemanden gibt, der sich der Wahrhaftigkeit verpflichtet sieht, dann sollte es ja der katholische Journalist im Wesentlichen ganz besonders tun. Und ich habe schon versucht, das, was ich an Werten mitbekommen habe, was durch das Institut sozusagen dann intellektuell verstärkt wurde, auf dem Weg nicht zu verlieren. Das ist mir nicht immer geglückt, aber ich habe mich strebend bemüht. Wie sind Sie aufmerksam geworden aufs IFP? Bei mir war es so, Anzeige in der Kirchenzeitung, haben Sie eine flotte Feder. Das hat mich spontan angesprochen und ich habe geschrieben, wie war das bei Ihnen?
Bei mir war es in der Tat so, dass ich war in der Provinz, also ich war aus Oberfranken, ich war Bayer und hatte den Bayerischen Rundfunk sehr stark im Visier. Also für mich gab es auch diesen Radiowahn, ich wollte unbedingt zum Rundfunk, aber habe eben gedacht, das kann nur eine Zeit lang für mich ein Thema sein. Ich wollte ja auch nicht Rundfunkjournalist im Wesentlichen werden, sondern erstmal Platten auflegen. Also ich wollte leichte Unterhaltung machen. Um aber nicht gleich von vornherein zu versacken, habe ich gedacht, also ich das andere Bein, das Tanzbein, das war bereits in BR aufgestellt und das andere habe ich gedacht, wo gehe ich damit hin und bin in der Königinstraße gelandet und habe tatsächlich dann beim Institut, damals unter Pater Seibel und Dr. Schwedler, da musste man, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so eine Art Aufnahmeprüfung machen. Ich saß da wie beim Abitur und habe da was geschrieben. Laptop gab es auch nicht, also soweit ich mich erinnere, mit der Hand. Das ist ja wie zu Görres Zeiten hier. Und übrigens, apropos Görres, ich habe mir auch überlegt, ich habe mit dem bis auf die Klamotten wenig gemein, aber grundsätzlich ist es schon, ja. Doch, ja. Also das kommt hin. Philosophisch hänge ich etwas niedriger. Aber nichtsdestotrotz, diese 50 Jahre, 68 bis 18, das ist mir gerade aufgefallen. Ich mache beim ZDF jetzt eine ähnliche Veranstaltung im Herbst, die heißt allerdings Born to be Wild, aber das ist genau 68, ging ja alles los für mich. Das war so diese Phase, in der ich also dann gemerkt habe, dass mir das Leben Spaß macht. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also die Jahreszahlen stimmen für mich, der Kollege Görres stimmt, was das Kostüm betrifft und ich fühle mich wohl hier. Aber darf ich vielleicht jetzt, ohne gleich den Rahmen hier zu sprengen, Pater Seibel sitzt hier. Ja. Und wenn ich ganz kurz, ich habe gelernt, Herrschaften jenseits der 70 am Anfang der Sendung zu nominieren, weil sie am Ende der Sendung Preise ablehnen oder flüchten. Deswegen darf ich, damit wir vielleicht nicht den Rücken zukehren, wollen wir uns so ein bisschen, wäre einfach nett, zwei Fragen, damit die Leute wissen, dass ich zumindest journalistisch, bitteschön, in der Lage bin, 2 bis 3 Fragen zu stellen. Erste Frage wäre, nachdem Sie ja sozusagen doch die gesamte Mannschaft derer, die gefördert wurden, so ein bisschen im Auge haben, bin ich der Einzige, der euch daneben gegangen ist? Auch ich würde nicht sagen, der Einzige. Denn die Leute, die bei uns ihre Ausbildung gemacht haben, sind ja erstens mal die verschiedensten Wege gegangen und zweitens ist der Journalismus ja ein so ungeheures Gebiet, dass also sie durchaus nicht von sich sagen können, sie seien daneben gegangen. Warum denn? Nur das wollte ich hören. Herzlichen Dank. Die nächste Frage, der Journalist ist ja ein ganz besonderes Wesen. Ich habe welche erlebt, die am Abend gerne die Schnittchen des Gastgebers gegessen haben, den sie am nächsten Tag in die Pfanne gehauen haben. Nun ist das ja auch teilweise Zeichen einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber in unserem Falle, hat es denn Stipendiaten gegeben, die sich von der Kirche haben fördern lassen, um ihnen im Lauf ihrer journalistischen Tätigkeit dann auch mal schwer in die Seite zu treten? Also gab es den Vorwurf, dass sich durch das Institut die Kirche durchaus schreibwütige und intellektuelle Gegner erzieht? Also den Vorwurf soll es gegeben haben, zu meiner Amtszeit nicht, aber es soll nachher gekommen sein. Und Gott, da kann man nur 2 Dinge sagen. Erstens, nach Artikel 5 Grundgesetz ist die Meinungsäußerungsfreiheit ein unverzichtbares Grundrecht. Und wenn einer eine Meinung äußert, die einem nicht gefällt, kann man sich ärgern, aber man kann ihn nicht tadeln, weil er nur sein Recht zu seinem Recht Gebrauch macht. In der Kirche kommt ja noch Folgendes dazu. Die Kirche besteht ja, soweit man weiß, genauso aus Menschen wie alle anderen Gesellschaften. Und alle Menschen haben ihre Schwächen und haben ihre Fehler. Und deswegen legen die Dokumente der Kirche immer großen Wert darauf, dass die Kirche sich ständig mit dieser Sachfrage auseinandersetzt. Und das Zweite Vatikanische Konzil zum Beispiel gebraucht 3 Begriffe. Die Kirche müsse immer bemüht sein um Reinigung, um Buße und um Erneuerung. Das sind natürlich so etwas hochgestochene pastorale Begriffe, wenn man die herunter auf das Verständliche herunternimmt. Und dann heißt es, sie muss immer bemüht sein um Selbstkritik und Reform. Und wenn es Journalisten geben sollte, die da kirchliche Dinge kritisieren,
dann sollten eigentlich die Verantwortlichen in der Kirche, das ist jedenfalls meine Meinung, dafür dankbar sein. Und zwar deswegen, weil die ja dann wahrscheinlich meist auf Problemstellen aufmerksam machen, wo die Verantwortlichen beweisen können, dass sie zu Selbstkritik und reformfähig sind. Darf ich Ihnen als Letztes noch einen Dank aussprechen, denn es war eigentlich nicht geplant, dass ich die Aufnahmeprüfung bestehe. Und als ich sie bestanden hatte, habe ich gedacht, um Himmels Willen, wo bin ich dahin geraten, bin ich moralisch und intellektuell überhaupt in der Lage, diesen Weg zu gehen. Und als ich Sie dann kennengelernt habe, als Sie zum ersten Mal im Institut aufgetreten sind und auch uns erklärt haben, wie Sie Journalismus sehen, wie Sie Kirche definieren, habe ich gedacht, Mensch, hier bin ich wirklich richtig. Also Sie haben einem die Angst auch genommen, dass man da in eine Art von Opposition, Infiltration gerät, wo man sagen kann, um Gottes Willen, ich darf nur noch jeden journalistischen Artikel mit Amen aufhören. Also die Angst haben Sie uns schnell genommen, dafür danke ich Ihnen. Ja, das haben Sie jetzt gesagt und das kann ich selber nur dankend entgegennehmen. Danke. Dankeschön, solange Sie dem nicht widersprechen, ist alles gut. Dankeschön. Pater Seibel. Gut. Sehr schön. Younger than ever. Ja, Pater Seibel, auch von mir nochmal einen herzlichen Dank. Sie waren so freundlich, uns Ihren Namen auszuleihen für den Nachwuchspreis, den wir ja seit 2004 schon vergeben, der Förderverein. Jetzt sind es die Nachfolger im Vorstand des Fördervereins. Und ein Leitspruch, den wir da in den Mittelpunkt stellen, den haben Sie geprägt. Die Absolventen des IFP sollen gute, wenn möglichst, herausragende Journalisten werden. Und wenn sie dann noch überzeugte Christen sind, dann hat das Institut seine Ziele voll erreicht. Und ich glaube, das ist ein Maßstab, der bis heute Gültigkeit hat. Vielen Dank, Pater Seibel. Kardinal Marx, der Pater Seibel hat, als es darum ging, mal zu begründen, warum braucht es so ein IFP, gesagt, es ist vielleicht keine Notwendigkeit, ein solches Institut zu gründen, aber sinnvoll ist es schon, nach dem Zweiten Vatikanum auch zur Humanisierung der Gesellschaft beizutragen durch katholische Journalisten. Ist das gelungen? Ja, ich glaube, wenn man einige Absolventen anschaut, ich habe eine Liste jetzt mal gesehen, aber nicht alle im Kopf, dann kann man schon sagen, man hat doch eine ganze Reihe von Menschen mitgeprägt scheinbar, Thomas Gottschalk auch. Und das ist dann der Sinn. Und eben mitzuhelfen als Kirche, dass dieser wichtige Bereich der Medien, des Journalismus, auch geprägt wird von Gedanken etwa des christlichen Glaubens, aber erstmal die Professionalität natürlich da steht. Es nützt sich zu sagen, wir machen erst eher Spiritualität, sondern Professionalität, aber das zu verbinden, Menschen zu helfen, dass sie da tätig werden. Ich finde, das ist gelungen. Also man wird genauso wie bei der Kirche, Pater Seibel hat es gesagt, genauso beim IFP sagen, Reform und Selbstkritik. Das ist klar, jede Institution kommt in Phasen, wo sie müde wird und langweilig wird und keine Frische da ist. Und das habe ich in den letzten Jahren hier aber nicht gemerkt. Also insofern, sonst würde ich mich noch melden mal. Es ist auch, ich glaube, die Idee, so habe ich das damals begriffen. Also Journalismus hat mich natürlich interessiert und unabhängig von meinem Unterhaltungsgehen habe ich mir durchaus zugetraut, in irgendwelchen Redaktionen meinen Mann zu stehen. Ich habe durch das Institut ein Praktikum bei Münchner Merkur damals machen können. Aber ich habe Geschichte und Germanistik studiert und die Idee zu sagen, wir geben Menschen, die sich nicht Journalismus jetzt als Studienfach aussuchen, sondern die irgendetwas studieren, parallel dazu eine Art von Hilfestellung. Und das war ja bei uns so während der Semesterferien. Es gab ein Jahr Förderung, ich weiß nicht, ob das noch so ist, Presse, Rundfunk und Fernsehen. Presse damals in Maria Plein, erinnere ich mich, Bozen war damals Fernsehen. Also das ist eine sehr sinnvolle Idee zu sagen, parallel zu einem Hochschulstudium journalistisches Handwerkszeug, und ich erinnere mich an die Referenten, da war von der Saarbrücker Zeitung, da waren wirklich gute Leute da von der Süddeutschen, die auch einfach sich die Zeit genommen hatten und den Ehrgeiz hatten, ihre journalistischen Erfahrungen weiterzugeben an den Nachwuchs. Das hat mir imponiert. Haben Sie da noch so goldene Handwerksregeln im Kopf, die Dr. Schwedler oder Referenten eingebläut haben? Also gerade so Salzburg war, das sind ja so die Pressegrundlagen, ne? Bericht, Kommentar, Reportage. Habe ich alles verdrängt, aber es hat mir im Grunde wirklich
Spaß gemacht, dass dort, dass das eine Art von positiver, fröhlicher und so konstruktiver Arbeitsweise war. Das hatte überhaupt nichts, da war kein Weihrauch zu spüren, da war auch keine Absicht zu spüren, also zu sagen, wir gehen davon aus, dass ihr irgendwann mal, sondern es war eine reine praktische Hilfe in diesen Berufsweg hinein. Mhm. Karl-Heinz Marx, Sie sprachen eben das Stichwort Digitalisierung mal an und haben auch das mit Sorge verknüpft. Es ist ja nun nicht mehr so, dass man einfach Leute, die guten Willens sind, kompetent sind, ausbildet, um sich auf dem Markt durchzusetzen. Mittlerweile machen auch Algorithmen Journalismus und die sind oft lauter als die, die einfach sozusagen mit Geisteskraft zu ihren Produkten kommen. Und das macht die Sache natürlich komplexer. Auch die Sache, wie sinnvoll ist es, so Journalisten zu fördern, wenn am Ende Facebook darüber bestimmt, was vor einer Bundestagswahl so den Spin macht oder was der Buzz ist oder wie man das nennen will. Macht Ihnen das Angst? Ja, Angst, das ist jetzt zu stark. Aber es ist eben ein wichtiges Thema. Wir waren gerade hier auch mit einigen anderen bei der DLD-Konferenz. Das ist ja gegenüber meinem Haus, da wo die neuesten Trends der Digitalisierung weltweit auch diskutiert werden. Wenn ich Zeit habe, gehe ich immer mal in jedem Jahr einmal rüber, höre mir das an. Und da wird das natürlich diskutiert. Die Frage ist eben, haben wir eine Öffentlichkeit, die darüber spricht? Das wäre ja gerade eine Herausforderung, auch für Journalisten, das zu thematisieren, damit es nicht so kommt. Es hat immer Gefahren gegeben. Es wurde immer über die Medien geschimpft. Es wurde immer über Fake News geschimpft. Jetzt haben wir natürlich andere Dimensionen, was weiß ich, Facebook weltweit, zack, und ist ein Twitter in der Welt und so weiter. Und diese Dinge passieren, aber es war früher auch, wenn Sie das verfolgen, die Kritik von Bismarck an der verdammten Journaille, die ihm alles kaputt macht und die Zeitung und so weiter. Also es geht immer um die Frage, können wir eine mediale Öffentlichkeit herstellen, in der ein Diskurs möglich ist? Das ist der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, der macht mir Sorge. Dass eben Leute in ihren Sprechblasen bleiben. Wo ist der Ort, der notwendige Ort, der in einer Gesellschaft dafür sorgt, dass wir überhaupt versuchen, einander zu verstehen und nicht einfach nur Behauptungen uns um die Ohren zu schlagen? Und gerade das müsste Journalismus leisten. Und das finde ich, deswegen finde ich, ist diese Schule vielleicht notwendiger als je zuvor. Also solche auch medienethische Fragen, die ja hier mit der Hochschule zusammen gemacht werden. Natürlich können einige sagen, ach, ihr seid doch im verlorenen Posten, die Algorithmen marschieren sozusagen und machen die Börsenzeitung zum Teil, wie mir einer sagt, oder Sportmeldungen, schon, oder Sportmeldungen werden schon gemacht. Aber ich würde da nicht so schnell aufgeben und Angst haben, sondern wirklich hinschauen, wie kann man auch diese Welt, die kommen wird, die da ist, so gestalten, dass sie dem Menschen dient. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, auch von unserer christlichen Ethik her. Und da kann man ja nicht aufgeben. Man kann nicht sagen, ja, es ist zu spät, das hat ja keinen Sinn. Aber es ist herausfordernder geworden als früher. Aber und die Frage ist natürlich auch, ist es überhaupt noch eine Welt? Also es ist eben, hat der schreibende Journalismus, hat der Journalist, der recherchiert, der sich Zeit lässt für eine Geschichte, der langfristig daran arbeitet, überhaupt noch eine Chance gegen diesen digitalen Journalismus, gegen Spiegel Online? Stinken ja nun auch Spiegelredakteure relativ verzweifelt an, weil die sagen, also womit ich am nächsten Samstag inzwischen komme, das hat der Kollege am Montag schon längst abgegeben. Gefrühstückt. Und ich habe das jetzt erlebt, also ich war ja vorgestern beim Fernsehpreis und Fernsehen ist auch nicht mehr die Fernsehwelt. Also es hat das digitale Fernsehen, es haben die Streamingdienste wenig noch zu tun mit dem klassischen Unterhaltungsfernsehen, mit dem Kulturfernsehen und so weiter. Die Bewertungsebenen, dieses Hektische, dieses Schnelle, diese ganzen Online-Dienste, die am nächsten Tag das Fernsehen ja analytisch in Segmente zerlegen und nach Altersgruppen und so weiter und so weiter. Also die Welt des Journalismus, die Welt des Fernsehens, wie wir sie mal kannten und zu beherrschen glaubten, gibt es ja gar nicht mehr, sondern es sind unterschiedliche Wahrnehmungen und ich habe eben erlebt, wie die Chefs des Fernsehens, mit denen ich da an einem Tisch saß da vorgestern, also die Gestalter des Fernsehens, wie man sagen muss, von gestern, also die Bellos und Buros, relativ hilflos das verfolgt haben, was auf der Bühne passiert ist, weil sie es zu einem großen Teil eben nicht kannten. Wenn Stichwort Babylon, Stichwort... Stichwort Four Blocks hat viele Preise gewonnen. Das läuft bei TNT. Ich selbst weiß gar nicht, wo man das sehen kann. Und als ich im Grunde dann so ein bisschen so dieses Gefühl gemacht habe, ich weiß jetzt nicht genau, wovon die Rede ist, haben die alle gesagt, wir auch nicht. Und das ist, und das ist faszinierend. Und wenn der Deutsche Fernsehpreis, der von allen großen Fernsehanstalten im Grunde verantwortet wird, überhaupt nicht mehr im Fernsehen zu sehen ist,
dann ist das doch ein Absurdum, finde ich. Das kann man so sehen. Ja? Also, wenn man jetzt mal auch an Ihrer Karriere das abliest, also ich versuche gerade mir vorzustellen, wie die jetzigen Stars, die auf YouTube als Influencer oder als Unterhalter jetzt eine große Community haben, ob die es mal schaffen, so eine Karriere hinzulegen, also die über Jahrzehnte reichen wird, nein, könnte schwierig werden. Ne? Es geht hier wirklich nicht um mein Schicksal, aber grundsätzlich hatte ich natürlich ein Riesenschwein und das mag im Grunde mehr göttliche Gnade als meine Kunst gewesen sein, dass ich zu einer Zeit angetreten bin, wo eben diese Welt funktioniert hat. Ich komme ja geradezu aus einer Monopolsituation. Also als ich angefangen habe, gab es 2 Fernsehprogramme und wer ein anderes sehen wollte, musste aufstehen und musste am Fernseher so lange drehen, bis er von der ARD in die ZDF, ins ZDF gerutscht ist. Die Fernbedienung war mein erster Feind und mit der konnte ich noch umgehen. Aber dass da heute die Kids mit ihren Tablets und mit ihren Laptops und es gibt ja, für die Generation unter 35, glaube ich, hat Fernsehen keine Zukunft. Die junge Frau ist auch ganz woanders mit ihrem iPhone hier. Also, aber das ist, in Ordnung. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, man kann, gestern war ja auch noch ein Gespräch, da sagte jemand vom Fernsehen, also die Zeit, die Menschen gemeinsam vor dem Fernsehen verbringen, ist nicht geringer geworden. Die wird immer größer. Das stimmt. Das habe ich nicht gewusst, weil ich immer auch der Meinung war, das ist alles individualisiert. Aber das Alter derer, die es tun, ist höher geworden. Der Verbrauch von Fernsehen insgesamt ist gestiegen, zeitlich. Also man hat noch draufgesetzt. Man guckt ein bisschen zusammen. Die Älteren. Und dann nachher noch, also auch Personen. Also ich will jetzt seiner Karriere da nicht zu nahe treten, aber ich glaube... Die habe ich hinter mir. Nein, aber ich glaube, ist es wirklich so, dass zum Beispiel ein wirklich großer Film nicht doch auch Millionen weiter prägen kann? Schön wäre es, ja, prägen. Oder beeinflussen kann. Ich sage ja nur, oder Personen. Nicht? Wir denken natürlich jetzt religiös wieder auch an Gestalten. Wie nachhaltig das ist, ja, wie nachhaltig war es früher, weiß ich auch nicht genau. Aber jedenfalls... Die Community ist natürlich, das war meine Hoffnung oder meine Fantasie, die Community ist ja global und dann hatte ich mal am Anfang, als ich mich ein bisschen damit beschäftigte, die Idee, wenn alle mit allen über alles reden können, weltweit, könnte das ein Sprung nach vorne sein oder nach hinten? Ich hatte zunächst gedacht, es könnte auch ein Sprung nach vorne sein, jetzt bin ich natürlich viel skeptischer. Aber die Idee, dass da eine Community möglich ist, finde ich auch wieder... mit Chancen versehen. Also das kann dann zurückgehen, dass in diese Blasen, was wir jetzt haben, ne, oder was gesagt wird, ich bin ja kein in einer Blase, ich bewege mich da nicht, aber ich höre das alles. Aber es ist auch ein globaleres Bewusstsein möglich. Und wie kann man das hinbekommen, ja, dass auch diese technischen Möglichkeiten auch helfen können? Also wir reden hier von Journalismus. Nichtsdestotrotz noch einmal an meinem Beispiel. Als ich auf der Höhe meines Wirkens war, da gab es am Samstagabend ein Sofa und auf diesem Sofa saßen Menschen, wo aller jeder Generation in Deutschland wusste, wer ist das. Generation. Da saß ein Götz George, da saß ein Günter Netzer, da saß ein Placido Domingo, da saß eine Sophia Loren oder weiß der Teufel, oder die Spice Girls oder ein Michael Schumacher und jemand, der sich für Oper interessiert, der wusste zumindest, wer Schumacher ist. Also diesen Deckel, den ich über die Nation stülpen konnte, der geht deswegen A nicht mehr, weil es diesen Samstagabend nicht mehr gibt. Die finden sich nicht mehr. Der eine sitzt mit dem Laptop da, der andere sitzt mit dem Tablet da. Also die finden sich A nicht mehr. Dann, es gibt auch die Figur nicht mehr. Wo ist der Götz-George von heute? Wo ist der Udo Jürgens? Wo sind die Figuren, auf die man sich noch in einer Familie einigen konnte? Der Blogger, der 25-Jährige, der hat 7 Millionen Fans, aber der weiß, wie man einen Lippenstift hält und gibt Schminktipps. Und Figuren wie ich, wenn da die Sophia Loren reinkommt, sagen, die ist die im Sonnenstudio geflüchtet, die alte Dame. Also das ist schwierig. Und das Zweite kommt natürlich auch noch dazu. Die Unterhaltung, das Unterhaltungsangebot, das ich geboten habe, da kam irgendein freundlicher Mensch, hat gesagt, ich baue euch in 7 Minuten die Kuckucksuhr wieder zusammen. Heute kannst du bei YouTube, wenn du bei Red Bull guckst, da springt einer in Unterhosen vom Dach und du kannst nur hoffen, dass er überlebt, aber das kann ich nicht toppen. Und das, der braucht auch keine 5 Minuten, der ist in 1,30, liegt der am Boden. Also... Das ist schneller geworden, das ist hektischer geworden. Aber prägt das die Gesellschaft? Das glaube ich schon. Ja,
Und vor allem, es prägt unterschiedliche Gruppen. Guckt ihr euch das alles an? Guckt ihr euch sowas alles an? Na, es ist, guckt ihr euch die Katzenvideos das an? Das ist auch kein Durchschnittspublikum. Das ist ja das Problem. Die wissen ja alle, da draußen liegt sich ja alles, was die Zeit ist. Frag mal einen 50er, was die Zeit ist, der guckt auf sein iPhone und sagt 7.15 Uhr. Ja, ja, ja. Also, das ist... Okay. Ich will jetzt da gar nicht das bestreiten. Wir müssen ja jetzt damit leben, mit dieser Welt. Und von meinem Naturell aus denke ich, wie kann man es positiv gestalten? Wie kann man jetzt etwas machen? Mitmachen tun Sie aber nicht bei sozialen Medien. Thomas Gottschalk, Erbsblond, ist eine Riesengröße, 109.000 Follower. Machen nicht. 109.000 war verzweifelt. 109.000. Ich mache nicht. Aber ab heute 120.000. Aber ich will euch hier auch nicht jetzt hier mitmachen. Aber es ist so interessant, weil ich ja auch dauernd lerne und weil im Grunde mir läuft es ja auch schon weg. Also ich habe vorgestern mir ist ein Witz auf Twitter daneben gegangen. Ich finde den immer noch nicht so schlimm, aber nichtsdestotrotz. Der ist heute schon in Berlin in der S-Bahn auf diesen Screens gelaufen. Also so schnell kannst du gar nicht. Und dann sage ich, halt's Maul. Aber ich kann es nicht halten, aber gut. Und Sie machen aber nicht mit. Es gibt ja auch. Nein, am Anfang gab es die Diskussion vor 10 Jahren, als ich nach München kam. Ja, wie macht man jetzt Facebook und dies und jenes? Es war von vornherein klar, wenn, dann muss es authentisch sein. Da kann man nicht Mitarbeiter sagen, machen Sie mal was und so weiter. Und da war ich etwas zögerlich. Denke, machst du das überhaupt? Machst du das wirklich jede Woche oder jeden Tag? Und willst du das? Du musst dann jede Stunde. Du kommst so schnell unter Druck. Und da habe ich eigentlich gedacht, heute denke ich, und viele sind ja auch wieder rausgegangen. Es ist ja nicht so, dass nicht auch einige gesagt haben, ich mache es jetzt nicht mehr, Facebook mache ich nicht mehr, habe ich den Account runtergeholt. Ich mache es nicht, nein. Okay. Und es geht. Ich habe keine Entzugserscheinungen. Also. Ich lese auch keine Mails auf meinem Handy, nichts. Es kommt alles ausgedruckt. Und ich kann ja nicht den ganzen Tag da drauf gucken, die alle Viertelstunde drauf gucken, dass da einer meint, könnte mich da beunruhigen. Das ist schon. Aber es kommen nicht mehr die weißen Brieftauben aus Rom, oder? Nein, das nicht. Ja. Und wenn was Wichtiges ist, dann wird irgendeiner kommen und sagen, Herr Kardinal, da ist jetzt was angebrannt oder wird anrufen und so weiter. Naja. Also ein bisschen, gut, das mag jetzt, einige können sagen, der Kardinal kann es sich erlauben, aber ein bisschen Entschleunigung, meine ich, täte schon gut. Guter Übergang für mich. Die Veranstaltung heißt ja eigentlich Reden wir über Gott. Das haben Sie vielleicht noch gar nicht gemerkt. Ja, warte, Sie reden wir über Gott und die Welt. Aber bei der Welt komme ich. Genau. So konkret sind wir da noch gar nicht zu gekommen, aber könnten wir ja mal mit anfangen. Für mich ist was Wundersames passiert in der Woche vor dem, oder wann war das? TV-Duell September 2017. Da gab es diesen sonderbaren Move von Sandra Maischberger, nachdem der Kandidat Schulz so einen Exkurs gemacht hatte zur Gefahr eines importierten Islamismus, kam zack die Frage, waren Sie eigentlich in der Kirche gestern oder am Sonntag? Und da kam noch eine ziemlich, kam so etwas Peinlichkeit auf und so eine gewisse Verdrückung hatte ich als Zuschauerin den Eindruck. Fakt war, beide waren da nicht gewesen. Der eine kam dann mit einem Friedhofsbesuch um die Ecke als Kompensation. Die andere war am Vortag irgendwie auch mal in Gedanken in der Kirche gewesen. Und ich merkte nur selber als Zuschauerin, es ist so ein bisschen peinlich, fühlt sich das an. Das ist irgendwie so privat. Und ich dachte, bist du jetzt auch schon so weit, dass so eine Frage nach Religion, die ja als Theologin und Journalistin, die aus dem IFP kommt, schon so komisch vorkommt oder irgendwie unpassend? Ich gebe es wirklich ehrlich zu. Was ist los, Karl Marx, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft irgendwie etwas verschämt besprochen wird? Ich weiß gar nicht, ob das genau so stimmt. Es ist etwas so ähnlich wie, wie verdienen Sie oder so. Und es ist klar, das ist eine intime Sache. Oder wie oft schlafen Sie mit Ihrer Frau? Oder so. Das sind einfach Dinge, das tut man nicht. Man spricht nicht darüber. Ne? Ich sowieso nicht in der Frage. Gut. Aber das war nur um das... Das ist ja klar, bitte. Das könnte jetzt das Thema werden. Religion und Kirche ist ja absolut da. Das geht ja nicht darum, dass das Thema Religion und Kirche nicht da wäre. Das ist ja eine Diskussion, Sie haben ja vom Islamismus gesprochen, das ist ja voll präsent. Und deswegen sage ich immer, dieses ganze Gerede über Säkularisierung, das ist ein schillerndes Wort, das Wort Säkularisierung, stimmt nicht ganz, wenn es sagt, Religion sei kein Thema mehr. Ist doch immer wieder ein Thema. Gott, wie steht Ihr Verhältnis persönlich zu Gott? Das ist etwas anderes.
Also das ist bei jeder Sache, die ich privat für mich als eine Intimsphäre ansehe und das Verhältnis zu Gott ist eine Intimsphäre, dann möchte ich nicht unbedingt von jedem behelligt werden. Das ist sogar legitim. Über Kirche zu reden, zu streiten, Pater Seibel hat es eben gesagt, über Amtsträger und ihre Fehlverhalten zu reden oder über Religionen zu reden, was die alles veranstalten da. Aber wenn jemand mich fragt, glauben Sie an Gott und beten Sie, dann ist das schon eine intime Frage. Und das kann in einem Rahmen gut sein, und das wird ja auch gefragt, aber es ist etwas sehr Persönliches. Und deswegen halte ich das für legitim, dass man das nicht einfach so, wie man fragt, wie ist das Wetter heute oder wie schätzen Sie die Zukunft von Herrn Schulz ein? Man fragt ja auch nicht so einfach, was haben Sie denn gewählt? Jedenfalls früher hat man das nicht so gefragt. Ich habe nie gehört, was meine Eltern gewählt haben. Ich habe es natürlich vermutet und gewusst, irgendwie. Gehofft. Aber gehofft oder wie? Ja. Ja. Einmal hat meine Mutter gesagt, das weiß ich noch, weil die ja noch, meine Mutter sicher eher CDU wählte, mein Vater eher nicht CDU. Aber dann war doch die Meinung, das war diese berühmte Willi-Wahl, da waren die Frauen einfach, die waren hingerissen von diesem Mann. Ne? Und auch von diesem Friedens, von dieser Friedensthematik. Und das war, da war ich noch gar nicht im wählbaren Alter. Ne? Also im zu wählenden Alter. Okay. Trotzdem ist ja das Reden von Gott eigentlich Kernaufgabe auch Ihres Jobs, in Anführungszeichen. Und obwohl man ja den Eindruck hat, auch Predigten werden immer professioneller im Sinne von, ich spreche meine Gemeinde wirklich an und Sie als Person und als die Lebenswelt, hat man den Eindruck, dass trotzdem so etwas wie eine Frömmigkeit oder dass die Offenheit Gott als normales Gesprächsthema mal aufgreift. Ist doch kein normales Gesprächsthema. Ist Gott ein normales Gesprächsthema? Das weiß ich nun wieder nicht. Also es ist schon das absolute Geheimnis. Manchmal frage ich mich, wie ist dieses Wort überhaupt entstanden? Also man kann ja sagen, Gott gibt es nicht, sagen einige, wissen tun sie es auch nicht. Aber das Wort ist in der Welt, das Wort ist da. Irgendwo kommt es her. Irgendeiner hat eine Idee gehabt zu diesem Wort. Und das ist irgendwie eine Vorstellung. Und deswegen ist es so ganz normal ist der Gegenstand nicht, weil er eben nicht uns zugänglich ist in einer Weise, wie wir das sonst kennen. Insofern, ich wollte das nicht kritisieren, aber es ist ein spannendes Thema und es gehört eben zu den großen Herausforderungen auch der Theologen. Kann man überhaupt zu fragen, kann man überhaupt sinnvoll über Gott reden? Der berühmte Satz von Wittgenstein, wovon man nicht reden kann, davon soll man schweigen. Aber er war eben ein Anhänger auch der Mystik. Wittgenstein wollte nicht, dass man Gott negiert, aber er sagt, bitte, wenn du das Wort Gott in den Mund nimmst, müsst ihr eigentlich deine Zunge verbrennen. Wenn du einfach so redest, dann sei das irgendetwas, wo wir Bescheid wissen. Das ist der Punkt, den man, glaube ich, im Kopf haben muss. Ich glaube, dass das, was ich vorher über Fernsehen und über Medien gesagt habe, diese Disruption, über die überall geredet wird, die hat auch in der Kirche stattgefunden. Ich erinnere mich sehr wohl an diese Twitter-Diskussion von dem Ulf Poschardt, der sich beschwert hat. Weihnachtspredigt. Der hat sich beschwert, dass die Weihnachtspredigt, die er genossen hat, eher eine Rede auf einem grünen Parteitag war. Und da ging es aber los auf Twitter. Das war aber genau diese unterschiedliche Diskussion. Da ging es nicht um Gott, da ging es nicht um das Spirituelle, sondern da ging es um die soziale Pflicht der Kirche, in der Wirklichkeit anzukommen. Ich habe mir auch überlegt, was will ich hören? Will ich die Weihnachtsbotschaft für alle Menschen, die guten Willens sind und Friede auf Erden? Oder will ich die soziale Diskussion, die in der Tat auf dem Grünen Parteitag besser aufgehoben ist? Aber um Gottes Willen, das ist eben eine Diskussion, die man nur noch unter Freunden führen kann, im kleinen Kreise, denn wenn du sie öffentlich führst, gerät sie dir sofort außer Kontrolle und wird sofort, wie ich eben meine, zu einem Trend und es gibt Gegentrends und du wirst zu dem Vertreter eines Trends, der du gar nicht sein willst. Also dieses sofort verortet werden irgendwo und abgestellt werden, so wie ich nach meinem blöden Witz plötzlich ausländerfeindlich auf jeden Fall meine Äußerung. Ich bin und werde nie ein Feind von irgendjemand sein, Ausländern, Inländern, egal, das entspricht nicht. Aber du bist plötzlich in einer Defensive, weil du dich missverständlich im Grunde in eine Situation gegeben hast, wo ich sage, hätte ich es Maul gehalten. Und nachdem heute keiner mehr das Maul hält, sondern alles twittert, Facebook-mäßig, jeder haut's raus und kriegt es nicht mehr zurück. Ja. Also das ist dauernd so. Ne? Naja, ich habe gestern mit einem Schauspieler gesprochen und das war interessant. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten, wie ist jetzt die Ähnlichkeit zwischen den beiden Berufen, Priester und Schauspieler. Ne?
Und ein Gedanke, da habe ich gesagt, das müssten Sie unseren Seminaristen und unseren Predigern vielleicht mal erklären und erzählen. Das fand ich nämlich sehr schön. Er hat gesagt, am besten ist ein Schauspieler, wenn er in der Rolle Fragen offen lässt und nicht auftritt, ich weiß alles. Ihr müsst nur hinschauen. Ich habe alles begriffen. Ich bin sozusagen mit der Botschaft fertig. Das fand ich interessant. Und das ist zum Beispiel auch, wenn einer über Gott oder von Gott redet. Meiner Ansicht nach darf das nie so sein, dass man als ein Wissender den anderen genau erklärt, wie es ist, sondern es muss dieses Element der Suche und Frage und der Offenheit da sein, sonst nehmen die Leute das nicht auf. Und das kann auch verhindern, dass man in Schablonen gesteckt wird. Wer natürlich auftritt und immer in Ausrufungszeichen setzt, so ist das, so ist das, so ist das, das geht bei einer Rede über Gott meiner Ansicht nach nicht. Und das andere ist die Gefahr natürlich, weil wir das Geheimnis da sehen oder nicht genau hinstammeln können, was wir da sagen, flüchten wir uns in die Moral und die Politik. Das dürfte auch nicht sein. Also als Ersatz für das, was ich nicht aussprechen kann, mache ich dann so ein politisches Statement. Ich bin schon sehr der Meinung, das wissen Sie alle oder viele jedenfalls, dass ich sehr politisch auch meine und die Botschaft des Evangeliums nicht irgendwie indifferent gegenüber den politischen Tagesdingen ist. Aber es darf nicht ein Ersatz sein und dass ich flüchte dann in die Moralisierung. Es gibt ja auch, es gab jetzt einen evangelischen Theologen, ich glaube Krönert, der hat sich Gedanken gemacht, ist die Kirche, neigt die zur Hypermoral, indem sie im Grunde in der Politik zu stark mitmischt oder in die Programmatik reingeht. Und es ist ja schon so, wenn man sich die Flüchtlingspolitik anschaut, da waren sie wirklich Seite an Seite mit der Bundesregierung 2015, als es darum ging, wie offen sind wir für die Leute, die kommen. Und auch Angela Merkel ihrerseits hat das gesagt oder hat sie zitiert und gesagt, das Problem hat uns der Herrgott auf den Tisch gelegt. Und jetzt hat sich die Situation natürlich auch stark verändert. Die Wahlergebnisse für die AfD sprechen für sich. Und jetzt sagen auch Sie, 2015 kann sich nicht wiederholen. Das habe ich so nicht gesagt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man das anschaut, ich will jetzt nicht die ganze Diskussion da wieder aufrollen, aber wenn man die Situation noch einmal vergegenwärtigt und eine Bundesregierung, es ist ja nicht nur Frau Merkel gewesen, entscheidet sich zu einer umstrittenen, aber doch klar humanitären Aktion. Und dann soll die Kirche sagen, nein, das finden wir etwas zu humanitär. Das ist ja völlig unmöglich. Eben, Sie können dass alle, ich denke, alle hier natürlich gehofft haben, wann kommt das in geordnete Bahn? Wann wird das Ziel erreicht, von der illegalen zur legalen Migration zu kommen? Wie kann das gelöst werden? Das hat alle umgetrieben. Aber zu sagen, wir lassen Menschen einfach dort mit ihrem Schicksal alleine, das war eine Position, da sind wir nicht an die Seite der Bundesregierung gedreht, das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nein, finde ich auch. Also, wenn er sagt, ich bin nicht auf der Seite der Bundesregierung, sondern ich bin auf der Seite der Bergpredigt, da ist er im Wesentlichen aus dem Schneider und da kann jeder selber. Ja, das löst die Probleme nicht, das ist richtig. Und dann finde ich auch nicht, dass man dann, das ist wieder eine falsche Kritik an Hypermoral. Ja, natürlich ist es auch eine moralische Frage. Moral ist für mich nichts Negatives. Moral bedeutet, ich werte mein Leben unter Gesichtspunkten von Gut und was weniger Gutes und Böse ist. Und jemandem zu helfen, ist besser, als ihn im Stich zu lassen. Und das ist doch keine Moralisierung. Moralisierung wäre, wenn ich etwas, oder Hypermoral wäre, wenn ich etwas fordere, was einer gar nicht leisten kann. Ultra posse nemo tenetur, unser alter moraltheologischer Grundsatz. Unmöglich kann ich doch nicht verlangen. Dass die Welt ein Paradies wird und dass alle Flüchtlinge zu uns kommen können. Und so. Das sind ja alles unmögliche Sätze, die sinnlos sind. Ja. Das ist Hypermoral. Aber der sage ich mal, der Kirchenkritiker würde sagen, warum geht der Pfarrer nicht am Sonntag auf die Kanzel? Liebe Freunde, alle, die ihr hier sitzt und die ihr gerade euren Shot aufgeschlagen habt, falls es den noch gibt, lest mal nach und dann werdet ihr morgen jeder einen Flüchtling zu Hause aufnehmen bei euch, denn das ist eure verdammte Schuldigkeit als Christen. Und da wird es dann eben sehr schnell eng. Da sagt er, naja, bei mir geht es nicht, ich bin selber eng, aber der sagt, im Pfarrhaus ist noch ein bisschen Platz. Naja, gut, also das ist... Aber das ist ja Erfolg. Es ist mehr Erfolg, als ich erwartet hätte. Natürlich haben es nicht alle getan und konnten es auch nicht alle tun und mussten es auch nicht alle tun. Aber es ist eine Welle der Hilfsbereitschaft da gewesen, die mich schon beeindruckt hat. Und die ist auch nicht weiter, die ist jetzt nicht mehr so stark, weil auch die Zahlen zurückgegangen sind. Aber es ist schon bemerkenswert, was da
an Welle der Bereitschaft da war. Das muss ich schon sagen. Und was das Kirchenasyl angeht, da gab es natürlich auch nicht nur Einigkeit, ne? Auch mit der bayerischen Staatsregierung. Ja, da gibt es eine klare Gemeinsamkeit, die haben wir abgesprochen mit BAMF. Es muss natürlich, beide Seiten müssen sich an die Regeln halten. Ne? Muss ich unseren Kirchenleuten auch sagen, müssen sich an die Regeln halten, die wir abgesprochen haben. Ja? Thomas Gottschalk, in Ihrer Autobiografie schreiben Sie, oh, da ist noch jemand, ein ganz junger Zuschauer dabei. Schön. Das Jesulein. Ja. Genau. Sehr schön. Der jüngste Absolvent oder was? Da schreiben Sie, ein Veganer hat heute wesentlich bessere Aussichten auf Verständnis für seinen Glauben als ein Katholik. Nehmen Sie das, wie es kommt, oder ärgert Sie sowas, wenn Sie das Gefühl haben, da ist irgendwie eine Verschiebung, die da stattfindet? Also ich ducke mich nicht weg. Ich habe gute Argumente für meine Gläubigkeit und habe in jeder Diskussion, ebenso wie mir der Veganer erklärt, dass das, was er tut, für ihn richtig ist. Er glaubt das zumindest. So kann ich sagen, ich glaube, dass das für mich richtig ist. Und ich habe in der Tat einen moralischen Kompass, den ich in der Tat über die Religiosität mir angeeignet habe, gebe aber gleichzeitig zu, und das ist ein bisschen das Problem, dass ich eben in einer Zeit groß geworden bin mit einer Tante als Ordensschwester und einem Onkel als Pfarrer, die sich die Zeit genommen haben, und ich habe die Muße gehabt, denen zuzuhören. Ich habe Menschen erlebt, zu denen ich auch mein Leben lang aufschauen konnte. Ich bin weder traumatisiert durch irgendwelche Erlebnisse, die mit der Kirche zu tun haben, noch habe ich in irgendeiner Form das, was ich damals gelernt habe, später in Frage stellen müssen. Ich kann zweifeln und ich kann sagen, dieses Fundament, das ich im Übermaße in der Kindheit bekommen habe, das wackelt noch nicht. Also fest soll mein Taufbund immer stehen. Aber ich gebe zu, dass es mir nicht gelungen ist, das habe ich schon mal gesagt, dieses gleiche feste Vertrauen in meine Kinder weiterzugeben. Also ich habe da versagt, die sind beide getauft, als man mir gesagt hat, wir gehen in die Kirche, da habe ich gesagt, okay, um Gottes Willen, ich habe aber vor einer Stunde was getrunken, kann ich da noch zur Kommunion gehen? Wenn ich meinem Sohn heute sage, wir gehen in die Kirche, sagen die, warum? Also ich meine, das ist einfach, dann sage ich, naja, komm, also jetzt mach nicht rum und so. Also diese Diskussion hat es eben bei mir nicht gegeben. Und ich habe genau diese klassische, ich habe noch dieses Vorkonziljahre. Also da, ich freue mich, wenn die Glocken läuten. Ich habe auch dieses Mystische durchaus immer als Teil dieser Beglückung empfunden. Und ich bin heute noch, wenn ich in meiner Pfarrkirche in Kulmbach bin und da scheint das Licht durch die Fenster und da hängt immer noch die Madonna am Rosenkranz, sage ich, ja, da, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hin will, habe aber schon mit vielen modernen Kirchen, wo ich sage, das ist ein evangelisches Kirchenfenster hier, mein Lieber, da ist dann nur lila und weiß, aber das gebe ich zu, ist Teil meiner etwas naiven Religiosität, aber dabei fühle ich mich wohl und ich muss da keine Rowling lesen oder was auch immer, also ich bin gut versorgt mit meinen heiligen Geschichten und Nikolaus von der Flüe hat mich irgendwann fasziniert, das ist lange her, aber immerhin. Ja. Mein Sohn findet 50 Cent gut oder Eminem, also das sind schon Unterschiede. Kardinal Marx, Ihr Alltag ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit dem eines Konzernlenkers, oder? Nein. Sie sind auf deutscher Ebene, Bischofskonferenz, dann ist da die europäische Ebene. Sie sind im Vatikan, im Wirtschaftsrat, im Kardinalsrat. Das ist ja ein Wahnsinnsprogramm. Gibt es da stille Momente? Absolut. Heute Morgen war eine etwas kürzere Nacht, aber ich habe um 7 Uhr die Messe gefeiert und das ist für mich... Zum Beispiel, wenn der Tag so beginnt, das ist eine unglaubliche Stille. Also wir sind ja nur wenige dann, die Schwestern, der Kaplan und ich. Und dann nehmen wir uns Zeit. Das ist für mich so ein Punkt. Und dann danach auch. Also da ist ja dann Ruhe, bis die anderen Mitarbeiter dann so mal langsam aufschlagen. Also, oder am Sonntagnachmittag. Der Sonntagnachmittag ist so für mich so ein Punkt, wo ich vielleicht sogar wirklich glücklich bin, wenn ich dann von einem Gottesdienst komme und dann lege die Beine hoch und stecke mir eine Zigarre an und lege Musik auf, manchmal auch Rockmusik, meistens klassische. Und dann denke ich, wunderbar, Gott existiert und die Welt ist gut. Am anderen Tag, Montag, geht es dann schon wieder vielleicht anders. Nein, also es gibt gerade für einen Priester, gibt es ja sehr viele starke Momente. Also ein Gottesdienst zu feiern, wie gestern in der Kirche in Fürstenfeld, das ist eine unserer wunderschönsten Zisterzienser, Barockkirchen, Fürstenfeldbruck. Die Kirche war gut besucht, voll besucht, mit guter Musik. Das ist einfach,
das ist ja nicht Arbeit für mich, das ist ja stark. Man spürt das einfach, wie das gut tut, bei den Leuten zu sein und dann nachher mit denen kurze Begegnung zu haben. Also das ist ja jetzt kein, also insofern gibt es wirklich auch diese Stille. Das tanken Sie auch starken, auf. Ja, absolut. Ein Freund sagte mir mal, der, wo das ähnlich war, weil ich dachte, mein, du bist immer so viele Aufgaben. Und er sagt, du hast eine Fähigkeit und das kann man nicht machen. Das ist vielleicht ein Geschenk. Thomas Gottschalk vielleicht auch. Aus Begegnungen noch was rauszuziehen. Also ich will nicht sagen, dass ich die anderen auspowere, aber es gibt, der hatte das Gefühl, dass du kommst irgendwo hin und ziehst dann von den anderen auch noch was ab. Und das fand ich, ist ein richtiger Gedanke, aber das habe ich mir nicht vorgenommen. Wenn ich eine Begegnung habe, denke ich dann nachher, das war interessant und das will ich wissen und da gehe ich hin und den frage ich. Wenn ich schon da bin, dann soll die Zeit auch nicht vertan sein. Und das ist, glaube ich, das gibt dann Kraft. Und dann sind die vielen Termine nicht ganz so schlimm. Manchmal sind sie schlimm, das ist richtig. Ist das eigentlich, wir kennen das ja aus unseren Redaktionen, Change Management heißt das ja, setzt ja alle Leute extrem unter Stress und Mitarbeiter mögen es auch nicht besonders, auch Journalisten gar nicht. Wie ist gerade im Vatikan so die Stimmung? Ist auch Stress wegen viel Change? Ja, schon. Aber Vatikan und Stress, das ist dann... ist ein bisschen langsamer. Okay. Da gebe ich zu, ein bisschen Stress. Aber er macht doch. Wär mir schon. Diese Adventsansprachen, da kachelt es doch richtig, wenn der Papst so Mitarbeiteransprachen hält. Oh, man kann gut zuhören und dann geht es weiter. Ne? Okay. Okay. Damit, das habe ich dem Papst auch mal gesagt. Ich sage, das ist ja. Nur der liebe Gott hat die Fähigkeit einer wirklich stringenten, sagen wir mal, performativen Rede. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Aber bei uns kommt die To-Do-Liste noch. Ja. Das reicht nicht. Und eine Predigt, da denkt man auch, wuchtig. Ne? Aber danach, ja, der liebe Gott sagt, es ward Licht und dann ist es so. Und er machte die Tiere, machte das. Aber wir müssen noch mal gucken, wie wird es jetzt umgesetzt. Ne? Aber der liebe Gott hat sich leicht gemacht. Er hat gesagt, es ward Licht und hat danach nichts mehr gesagt. Ja. Also ich meine, ja, er hat sich im Tagesgeschäft nicht kaputt gemacht. Ja. Naja, nicht ganz. Also der jetzt werden wir theologisch. Der 7-Tage-Bericht, der 6-Tage-Bericht ist ja ein Arbeitsbericht. Das wird schon handwerklich geschildert. Denn sonst hätte er ja nachher nicht die Ruhe sein müssen. Ne? Da hat er aufgehört zu arbeiten, heißt es. Ne? Und dann wollte er Ruhe haben. Das war die Work-Life-Balance. Aber der Zielpunkt, das stimmt, der Zielpunkt der ganzen Schöpfungsgeschichte, der ersten Seite der Heiligen Schrift, ist die Ruhe. Ist der Sabbat. Ich habe den Eindruck, mit Papst Franziskus kommen Sie beide ganz gut klar. Und interessant fand ich an der Diskussion ums Vaterunser nicht nur, dass man über ein Gebet diskutiert, sogar in der Öffentlichkeit. Die Zeitungen haben darüber geschrieben, wie das zu übersetzen ist. Führe uns nicht in Versuchung. Da gibt es jetzt eine Entscheidung der Bischofskonferenz. Wir bleiben dabei. Aber interessant daran finde ich, dass wir eigentlich mit einem Papst zu tun haben, der uns an seinen Zweifeln und Fragen ja teilnehmen lässt. Und dass man das anders sehen kann, ist offenbar dann auch nicht so schlimm. Das irritiert aber auch Leute, nach dem Motto, Papst ist Lehramt und jetzt kommt der mit so Fragen an und die Grundfesten, wie ich mein Vaterunser bete, sind auf einmal, die scheinen zu schwanken. Ja, ist das eine Infragestellung auch des Papstamtes durch Franziskus? Nein, es ist notwendig. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit den Bischöfen, den deutschen Bischöfen beim Ad Limina-Besuch, eine Gruppe von 12 Bischöfen. Ich habe eingeführt und habe gesagt, Heiliger Vater, ich komme aus München, das wissen Sie ja. Und da ist auch noch viel traditionelle Frömmigkeit. Hier ist der Bischof von Görlitz, da sind 80% Ungläubige. Da sagt der Papst, nicht so einfach, Glaube, Unglaube. Haben wir nicht alle schon einmal gezweifelt? Die Bischöfe gucken sich an und sagen, wo sind wir gerade hier? Im Apostolischen Palast? Oder wo? Ja. Aber das ist natürlich der ganz richtige Gedanke. Denken Sie, kann denn wirklich ein Mensch glauben, ohne zu suchen, ohne zu fragen, gibt es den Glauben ohne Zweifel überhaupt? Und das thematisiert er, auch in den Suchbewegungen, wer ist eigentlich Gott? Wie ist das möglich, von Gott zu reden? Wir können nicht mit solchen Sicherheiten kommen, Gewissheit schon, wie bei der Liebe. Ich hoffe, dass die
meisten Männer und Frauen gewiss sind, dass ihre Ehepartner sie lieben, aber Sicherheit, das führt zum Übertriebenen. Ne? Also ich glaube, dieser Gedanke ist für die Weitergabe des Glaubens von außerordentlicher Bedeutung in unserer Zeit. Dass wir nicht irgendein Paket weitergeben, das ist ein Buch, liest das mal, lern das auswendig, das war es dann. Sondern hier ist eine Beziehung und da wirst du immer wieder fragen und suchen und weitergehen. Das ist etwas, was eher den Menschen von heute zusagt. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht einfach nur statisch irgendetwas glauben, sondern dass sie auch immer mal wieder Fragen haben, wie ich es eben gehört habe. Ja, und das ist, ich wünschte es sehr, dass da sich auch quasi dieses Denken von unserem neuen Papst im Grunde durchsetzt. Nur, es ist so, wie das ZDF jetzt glaubt, wir müssen den Jungen hinterher, aber die sind schon weg. Also ich meine, ob der Papst in der Funktion, die er für uns mal hatte, also dieses überhaupt noch wahrgenommen wird und in irgendeiner Form, also jetzt auch wie Sie zum Beispiel, das ist ja, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung. Wir sind uns ja in gesellschaftlichen Bereichen öfter begegnet und immer, wenn er weg war, haben die gesagt, der ist prima. Aber weil sie eigentlich davon ausgegangen sind, da kommt einer, der die Stimmung verpestet. aber die Erwartungshaltung an Figuren wie, und er ist ja nun relativ hoch angesiedelt in diesem Bereich, ist, jetzt, also lustig wird das nicht. Und das, wie rede ich Sie denn an? So, nicht so. Naja, freilich, es ist, und dieses, um Gottes Willen, müssen wir da alle beten und was ist da? Das ist naiv geradezu. Aber die Erwartungshaltung, die Päpste bisher haben genau diese Erwartungshaltung erfüllt und unser Benedikt vorne dran. Aber jetzt, wenn es plötzlich anders ist, überfällt uns ein wohliger Schauer, die wir uns das immer gewünscht haben. Aber ein Großteil der Christenwelt ist einerseits enttäuscht und sagen, jetzt bricht uns das auch noch weg. Und die sozusagen so zu gewinnen wären, die hören das im schlimmsten Fall gar nicht mehr. Also das ist, nicht, dass ich da schlaflos im Bette liege, aber meine Sorge, sage ich mal. Naja. Gut, es ist natürlich auch in einer Welt der Medien ganz wichtig, Personen zu sehen. Man kann ja nicht, oft sagen Leute mir, jetzt sehe ich Sie mal in Natura, Sie sehen ja ganz anders aus oder Sie sind ja eigentlich ganz nett und so weiter. So ein Quatsch. Aber da merkt man eben, die meisten nehmen einen auch den Papst wahr, medial. Ne? Und trotzdem ist es wichtig, dass wir da, wo wir auftreten, und das tut der Papst, er überlegt sich, glaube ich, jetzt nicht taktisch groß was, authentisch sind. Das ist das, was, glaube ich, unabhängig davon, ob wir sagen, wir haben Erfolg bei jungen Leuten, ich will das so machen. Aber es muss jemand so reden, wie er wirklich denkt. Und die Menschen, nicht nur die jungen Leute, alle merken, der spielt eine Rolle, der stilisiert sich irgendwie dahin oder der gibt Gewissheiten vor, die er gar nicht hat. Das merken die Leute. Da ist eine Leichtigkeit, die erlösend ist geradezu. Und es ist toll, wenn ein Polizist irgendwie umfällt und der springt vom Auto und hebt den Mann auf. Großartig. Das hätte man früher nicht mal gewagt zu inszenieren. Das meine ich. Wir kommen den Leuten langsam näher, aber es verflucht spät. Das Problem ist doch nur, Kardinal Marx, das ist ein Papst, der in der Kommunikation, auch in den Gesten ganz weit vorne ist und ganz viel Veränderung zeigt. Aber da hängt ja noch ein bisschen so ein kirchenpolitischer Rattenschwanz dahinter. Die Frage Frauenweihe, Diakonatsweihe, Priestertum der Frau, viri probati. Und da denken halt viele gläubige Menschen, der geht in seiner Symbolik und Kommunikation genau den richtigen Weg. Aber wenn erst 10 Jahre später die Handlung kommt oder die politische Umsetzung des Ganzen, ist das ein bisschen lang. Da wird ein bisschen. Na gut, die Erwartungen sind ja konträr. Die einen erwarten das, die anderen erwarten das Gegenteil. Also es ist ja nicht so, als würden alle wie wir in Deutschland oder wie viele hier denken weltweit, die katholische Kirche ist ein bisschen größer. Und das muss man auch lernen. Das ist der erste Punkt. Also dass man nicht einfach sagt, unser Tempo bitte. Und die anderen sind sowieso Nachzügler, wir sind sowieso vorne. Wo ich bin, ist vorne. Ja, so geht es nicht. Das ist genau diese Selbstgewissheit, die nicht richtig ist. Also hören, gucken, aber auch führen. Und das ist sicher richtig, dass er stark möglich macht, dass diskutiert wird, dass gesprochen wird, dass Austausch da ist. Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist diese Personalisierung. Habe ich früher nicht so für toll gefunden, finde ich jetzt auch nicht so. Alles redet nur vom Papst. Der Papst ist doch nicht die Kirche. Und auch der Bischof nicht. Das ist das wichtig. Und das sind die Frontmänner oder wie man das heute nennt. Aber hilft es, dass die Menschen Gott finden, Christus finden? Soll doch nicht den Papst finden. Soll doch nicht die Kirche finden. Die Kirche ist doch dafür da, dass sie Jesus finden. Und in ihm
eine Ahnung vielleicht bekommen. Für mich ist das ja die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Ahnung zu bekommen, wer Gott ist. Andere haben wir doch nicht. Können uns doch unsere eigenen Fantasie nicht einfach anvertrauen. Also hat er uns was an die Hand gegeben. Hat er gesagt, schaut auf diesen Mann aus Nazareth, dann bekommt ihr eine Ahnung, wer Gott ist. Und das ist das Ziel der Kirche, dass die Leute da hinschauen. Und das tut er, Gott sei Dank, mit seinen symbolischen Zeichen und auch in seinen Predigten. Also insofern will ich ihn da nicht kritisieren. Aber manchmal ist es mir zu sehr Papstinteresse und nicht das Interesse an seiner Botschaft, die er eigentlich verkündet. Ne? Dann ist die Fixierung nicht ganz von ungefähr. Ne? Die Kirche ist so strukturiert, dass man in gewisser Weise schon eher mal nach oben guckt und sagt, was, ne? Der Bischof hat eben auch Macht, der Papst erst recht. Und von daher ist es, glaube ich, den Gläubigen nicht ganz, es ist schon nachvollziehbar, dass man auch guckt, was für Entscheidungen fallen. Nein, Sie haben recht. Also jetzt will ich mich nicht hier wegducken und sagen, ich kann ja nicht, sich armer Mann und so weiter. Mhm. Das ist klar. Aber es muss auch deutlich werden, es gibt einfach, und das wird die nächsten Jahre bestimmen, ein so breites, unterschiedliches Feld. Ich habe das ja bei der Familiensynode erlebt. Das war ja, da war der Grünen Parteitag oder der Linken Parteitag oder überhaupt ein Parteitag, sage ich mal, ähnlich. Ne? Also so wie da gekämpft wurde über Positionen, auch mit Mitteln, mit Interviews, mit allem Zip und Zapp, wie beim Konzil ja auch. Pater Seibel wird sich daran erinnern. Beim Konzil gab es das auch, hektografierte Flugschriften und alles. Da muss man sehen, das ist nicht so einfach. Da kann man nicht sagen, naja, der Papst könnte doch morgen das machen und jedes machen. So geht das, glaube ich, nicht. Und da müssen wir auch darum bitten, und das muss man auch journalistisch vielleicht mal so vermitteln, dass eine solche Gemeinschaft, die größte Religionsgemeinschaft der Welt, die einzige, glaube ich, die wirklich darstellen kann, dass die Menschheitsfamilie nicht eine Idee ist, sondern Realität ist, weil sie eben überall auch da ist, ne? Da brauchen wir auch ein bisschen Geduld, um diese Menschheitsfamilie zusammenzuhalten. Und da kann man nicht einfach sagen, das muss jetzt durchgesetzt werden. Es ist schwierig und das wird heftig werden in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich schon. Wenn es um Kirche geht und reden über Gott, dann ist das Geld immer nicht ganz so weit weg. Und das ist im Moment ja auch aktuell ein Thema, dass manche Leute mit Unverständnis reagieren. Die, wenn man sich jetzt anguckt, Hamburg, die Schulen, die zugemacht werden, die kirchlichen, die Leute schicken die Kinder da gerne hin. Das ist ja noch so ein Rest von Mensch, da werden Werte vermittelt. Da können wir auch, wenn man selber gar nicht so jeden Sonntag in die Kirche geht, die Kinder gut hinschicken, da wird Bildung vermittelt. Und jetzt zieht sich die Kirche daraus zurück. Könnte man nicht sagen, Mensch, Hamburg hat jetzt nicht so ein Riesenbistumsetat, könnte man da nicht sowas machen wie so einen föderalen Länderfinanzausgleich, wie es den in den staatlichen Haushalten gibt, und sagen, Mensch, das ist doch eigentlich was Wichtiges, um präsent zu sein, vor Ort zu sein, worüber wir eben auch hier heute Abend reden. Und da zieht sich Kirche eher raus. Nicht die Kirche, sondern das ist natürlich jedes Bistum auch erst einmal selber verantwortlich. Mhm. Die legen größten Wert darauf. Ich bin ja Vorsitzender der Bischofskonferenz und weiß, dass die Bischöfe größten Wert darauf legen, dass sie eigenverantwortlich in ihrem Bistum handeln. Bitte schön. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir wiederum bei dem Thema sind, wir weichen dem Thema Gott ein bisschen aus und sind immer wieder bei den anderen Themen und sagen, ja, was macht die Kirche denn? Caritas, Schule, Bildung, Universität. Also die eigentliche Kernfrage, existiert Gott und kann ich ihm begegnen, wird immer wieder an die Seite geschoben. Darum geht es ja. Das ist das Zentrum. Und das wird immer, wir machen uns wichtig, indem wir alles möglich machen. Dritter Punkt, ich bin gerne bereit und ich denke, das sollten wir tun. Wie kann man solidarischer zusammenstehen? Dazu müssen wir alle gut miteinander auch wissen, was der andere hat. Und auch die Strategien, auch die Qualitätsstandards, wie wir das machen. Ich glaube, dass in Zukunft die Bischofskonferenz enger zusammenarbeiten muss. Dazu gehört Vertrauen, Offenheit, auch der Finanzen, aller Finanzen. Kennen alle? Alle alles? Kennen alle alles voneinander? Ja, ich weiß nicht, aber man muss es vielleicht. Das ist jetzt mal eine andere Frage, die ich glaube, heute Abend nicht im Zentrum steht. Aber ich sehe, da ist immer wieder die Not. Also die Frage ist, zu Recht, wo kann ich Gott begegnen? Wenn dann an Hamburger Schulen ein Schild steht, hier nicht mehr, dann ist es ein Problem. Ne? Ja. Nein, also aber da muss man wissen, was wird jetzt getan, was sind die Probleme. Das kann ja nicht einfach heißen, jetzt wird einfach Geld überwiesen und damit ist das Thema beendet. Damit ist die Lösung ja nicht gegeben. Also das können wir ja hier nicht behandeln, wenn wir mit dem Erzbischof von Hamburg sprechen oder andere. Das gibt ja in anderen Bistümern das ähnlich. Da muss man eben sagen, so, was ist das Finanzproblem? Was haben Sie langfristig vor? Wie soll man das machen? Aber das nützt nichts, einfach zu sagen, da sind die Reichen, da sind die, die Geld brauchen, schieben wir es doch rüber. Die Zahl der Priester ist überall ein Problem. Ne? Jetzt Bistum Trier, das kennen Sie nun bestens, muss unheimlich zusammenfahren von fast 900 Gemeinden jetzt auf
35, wo die Leute auch sagen, ey Leute, ich bezahle Kirchensteuer, wo ist dafür, das ist jetzt platt gesagt, die Dienstleistung, dass ich wirklich einem Pfarrer begegnen kann und dafür nicht 30 Kilometer Auto fahre. Es sind schon Umbrüche, ne? Selbst in Trier. Ja. Fragen Sie in Trier dann mal nach, das kommentiere ich nicht, kommentieren nicht andere Bistümer. Wir machen es hier so und ich denke, man muss, das werde ich auch in meinem Fastenhirtenbrief schreiben, man muss, die Pfarreien müssen nah bleiben. Das muss Kirche vor Ort erfahrbar bleiben. Und das Kirche ist nicht nur der Pfarrer natürlich, das ist eine Klerikalisierung, auch der Seelsorger und auch die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Da gehören alle zusammen. Wie machen wir, das Projekt müsste sein, wie machen wir Kirche erfahrbar? Und Kirche erfahrbar, die uns auf Gott hinweist, die uns Hunger macht nach diesem Geheimnis, was wir nicht aussprechen können. Und nicht nur nach einem gemütlichen Club, wo wir unsere Freizeit verbringen. Wir wollen ihn, wir wollen das Evangelium hören. Wir wollen versuchen, die jungen Christen, bei uns werden noch 100% fast der katholischen Kinder getauft und zur Erstkommunion geführt. Das ist doch eine riesige Chance, den Eltern auch ein bisschen zu zeigen, mit Jesus sozusagen. Ihr habt einen Kompass, gebt ihn euren Kindern mit. Und ich kann nicht erwarten, dass die alle genauso wie vor 50 Jahren das alles machen, aber dass sie eine Chance bekommen, ihn kennenzulernen, die Bergpredigt mal zu hören und in Kontakt kommen mit diesem Geheimnis, mit dem Kirchenraum, mit der Pfarrei. Ich finde, das ist doch eine große Chance. Und deswegen muss das vor Ort möglich sein. Und gerade denke ich dann, ist denn nicht im Grunde heute eine Situation, wo die Kirche eine Chance sehe? Denn es gibt ja, glaube ich, zwei Lebensbereiche, wo die Kirche am wichtigsten ist, das Anfang und das Ende. Und das ist doch genau das, was jetzt diskutiert wird, also die Bildungspolitik und die Altenpflege und so weiter und so weiter. Also wenn man sagt, wenn wir schon uns konzentrieren müssen, dann lassen wir mal die Mitte eher raus, da müssen die gucken, wie sie klarkommen, aber wir steigen am Anfang ein, um zu sehen, dass die Kinder mehr oder weniger uns mitbekommen und am Ende zu sagen, also jetzt, wo sie uns brauchen, sind wir wieder da und sagen, was wir also am Anfang gesagt haben, gilt noch am Ende. In der Mitte habt ihr verkackt. Aber der Vorteil ist ja, dass sie in der Mitte hohes Interesse daran haben, dass ihre Kinder, dann werden sie irgendwie mitgezogen und die haben auch hohes Interesse, dass ihre Eltern gut gepflegt werden. Eben. Also da ist die Mitte ist irgendwie betroffen im Interesse. Die ist vielleicht ein bisschen hektisch. Haben wir sie doch wieder alle. Eben. Ja, gut. Also können wir gehen. Nein, aber das Ziel muss sein, nicht, dass ich verstehe das. Das ist ja auch das, was wir immer diskutieren. Es geht nicht nur um die Zukunft der Kirche. Es geht um die Zukunft des Glaubens. Das ist der Punkt. Und die Kirche soll ein Instrument sein, dass Menschen irgendwie spüren, dieser Glaube öffnet mir Horizonte, die meinem Leben insgesamt gut tun. Das muss doch sein. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, dass in den Medien, dazu gehören auch die Sozialen, auch wenn Sie da selber nicht aktiv sind, kriegen Sie es mit, Kirche angemessen, adäquat dargestellt wird? Oder ist da auch so ein Zwing, möglichst die Konflikte zu suchen? Oder wie nehmen Sie es wahr? Und der Bayerische Rundfunk ist, finde ich, schon okay. Also wir haben das... Nein, aber es ist... Man ärgert sich dann, wenn man persönlich betroffen ist, aber das hätte man noch deutlicher sagen können. Aber insgesamt habe ich immer gesagt, auch damals in der Diskussion um Missbrauch, tja, Freunde, wir sollen nicht über die Medien schimpfen, sondern wir müssen ordentliche Arbeit abliefern, wir müssen versuchen, transparent zu sein, mit den Leuten reden. Es wird immer Leute geben, die polemisch sind. Man wird nie immer 100% gerecht behandelt oder empfindet es so. Es hilft nichts, wir müssen arbeiten und reden und also ich würde nicht sagen, jetzt in eine Medienschelte verfallen, das bringt auch gar nichts. Ne? Ich habe, wenn ich so auf die letzten 40 Jahre bin ich jetzt Priester, fast kann ich nicht sagen, dass ich irgendwie durchweg schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe auch nicht nur gute, aber im Wesentlichen eher konstruktive und gute Erfahrungen. Wenn ein Journalist sagt, da spreche ich nicht drüber, dann war das ein Wort und dann ist es auch eingehalten worden. Unter drei. Ja, unter drei sozusagen. Oder auch sonst, nein, ich finde, das hilft nichts. Das ist sehr beliebt, gerade in kirchlichen Kreisen, mediale Schelte, aber das bringt nichts. Was glauben Sie, muss der Journalist der Zukunft haben? Das sind die Leute, die das IFP ausbildet. Ja, Neugierde und Lust auf Menschen. Fast wie beim Priester. Wer aufhört zu suchen, wer aufhört neugierig zu sein nach der Wahrheit, auch nach den Dingen, wie sie wirklich sind, der kann seinen Beruf, der wäre also nur noch Wikipedia-Nachrichten meint, das sei schon Recherche, einmal in Wikipedia zu gucken, das ist zu wenig. Und also Neugierde,
Wie ist es wirklich gewesen? Und Lust auf Begegnung mit Menschen. Das finde ich, wäre, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Und Thomas Gottschalk, Frank Elstner hat ja so eine Moderatorenschule aufgemacht, nach dem Motto, ich gebe mein Wissen weiter. Ist das was, was Sie sich auch vorstellen können, so im Blick auf, was kommt next? In Bezug auf Moderatoren geht es nicht. Also du kannst es oder du kannst es nicht. Mhm. Und da kannst du kein Seminar machen, das mag eine gute Erfahrung sein. Aber jemand, der nicht in der Lage ist, ich habe noch nie einen Satz, glaube ich, zu Ende gebracht, den ich angefangen habe, aber ich mache trotzdem den Eindruck. Aber grundsätzlich, du musst etwas mitbringen, das ist wie bei Priestern. Und es gibt Menschen, die stellen sich vorne hin und jeder sagt, ja, dem Mann höre ich zu, ich nenne es Charisma oder wie auch immer man es nennt, das kannst du auch nicht lernen. Und ich war bei dem Institut, und das ist das Entscheidende, weil sie nach der Befähigung oder nach dem Wunsch des Journalisten, des katholischen Anführungszeichen Journalisten, ich habe immer gedacht, Mensch, wenn du in so ein Priesterseminar guckst, das war nicht der klassische Durchschnitt einer normalen Klasse. Waren wir die eher blässlichen und die wurde gesagt, hast, da so. Bei den Journalisten, naja, sage ich jetzt, angenehme Ausnahme. Ja. Aber habe ich immer gesagt, na, so. Und bei den Journalisten muss das ja nicht zwangsläufig so sein. Wenn da eine gewisse, ich will mal sagen, Fröhlichkeit ist ein naives Wort, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Begeisterung, eine gewisse Nähe, dann können die was reißen. Aber wenn die sagen, ich habe von Anfang an nur hier Christ und Welt oder im Auge, dann sage ich mal, nee, ich finde, ein vernünftiger Mensch, der sich seinen, nennen wir es mal, religiösen Wurzeln verpflichtet fühlt, ist bei der Bild-Zeitung sehr viel, sagen wir mal, besser untergebracht als bei einer Zeitung, wo wir zu denen predigen, die es ohnehin schon wissen. Also dieser intellektuelle Katholizismus ist was Wunderbares. Ich habe ihn nie, war nie ein Teil davon. Aber andererseits ist die Fähigkeit mitzunehmen, zu begeistern, eine Fröhlichkeit zu erzeugen, eine Art von, ach, das ist nicht verkopft, das ist Leben, das macht Spaß. Das ist, und deswegen meine ich, würden der Kirche Figuren wie ihm wo besser tun, als doch die teilweise immer noch dort die... Also ja, Fröhlichkeit würde ich auf jeden Fall unterstreichen, wenn das Element gar nicht da ist. Zum Beispiel gibt es ja diese Diskussion, hat Jesus gelacht? Es gibt ja die Echo und so weiter. Und wenn man die Texte liest, auch seine Gleichnisse und so weiter, dann sieht man ja oft den Schalk in den Nacken. Warum ist das so unterdrückt worden? Also man hat immer den Eindruck, das stimmt gar nicht. Man liest es mal und dann... Und ein anderer Punkt, mich fasziniert immer so Menschen, die fotografieren. Nicht jetzt klick, klick, klick mit dem Ding, sondern so Porträtfotografen. Und wie die es schaffen, einen Menschen darzustellen. Und deswegen bewundere ich auch Journalisten, die durch diese Leichtigkeit und durch diese nicht gespielte, sondern emotionale Nähe Leute zum Reden bringen, ne? Wirklich zum Sprechen bringen, sodass sie sich offenbaren. Und das finde ich, so ein Interview, das merkt man dann. Da macht man gerne mit, auch als Interviewter. Meistens bin ich auf der anderen Seite. Und ich spüre dann, ja, die bringen dich auf neue Gedanken. Interessant. Das ist nicht nur so eine abgedrehte Geschichte, die hat sich 10 Fragen abends überlegt und die zieht er dann runter, sondern er bringt dich weiter. Und er ist wirklich neugierig. Er kommt mit einer Agenda. Kommt, ja. Dieses Mitnehmen, das dieses Transportieren, dieses Kommunikative, die frohe Botschaft, da sind wir wieder, Eucharistie. Also das ist, die scheint zu wenig durch. Letzte Frage noch an Thomas Gottschalk. Und ich musste so reden, also vergebt mir, wenn ich hier tatsächlich auch als Entertainer sitze, ich kann nicht vor 300 Leuten sitzen und so tun, als wäre ich so schlau wie ihr. Also da würde ich nichts überschätzen. Was war denn eigentlich diese bahnbrechende Mozart-Recherche damals in Maria? War auch wieder ein bisschen geflunkert. Also es ging ums Mozarthaus. Also wir sollten eine Reportage schreiben. Und ich war im Mozarthaus und habe da meine, sagen wir mal, Beobachtungen im Umgang der Besucher mit dem Phänomen Mozart beschrieben und wie da also im Grunde Erwartungshaltungen erfüllt werden, obwohl sie wahrscheinlich mit der Wirklichkeit wenig zu tun hatten. Aber eben dieses Beschreiben, ich habe nicht geflunkert, aber ich habe rausgezogen, was ich am unterhaltsamsten fand. Es ist sicher einfach bei mir immer dieses Entertainment-Gehen, konnte ich nie unterdrücken. Und mir ist jeder Kommentar zur Glosse geraten. Ich habe immer die Ernsthaftigkeit versucht und bin daran gescheitert. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann, also mein Ding wurde vorgelesen in Maria Plath.
Gibt es denn, ohne dass ich mich hier einmische, gibt es irgendjemand, der hier, bei dem sich eine bohrende Frage aufgetan hat, die ihn zerreißt, wenn er nach Hause geht? Also, oder wären es zu viele? Aber keine Referate, bitte. Nur echte Fragen. Echte Fragen. Ja. Eine ist da. Hier, komm mal her. Da haben wir einen Journalisten endlich. Ja, genau. So. Dieses merkwürdige Treiben in Berlin wird Sie wahrscheinlich auch berührt haben in den letzten Monaten, wenn man bedenkt, dass Herr Jauch, Ihr alter Freund, ja die schon eindeutige Absage erteilt hat, mal sich zum Bundeskanzler wählen zu lassen. Wie ist es denn um Sie bestellt? Um mich? Bundeskanzler, aber Bundespräsident würde ich mir überlegen. Der hat ja... Beim Bundeskanzler geht es um Fakten, beim Bundespräsidenten geht es um sowas, wie ich mache. Und da würde ich mich anschließen. Natürlich geht das nicht, das ist klar. Aber es gab ja da Diskussionen, welcher evangelische Landesbischof sollte nochmal... Ich glaube, Bischof Huber war doch im Gespräch. Ne? Da habe ich gedacht, na, das ist ja nun... Das muss ja auch nicht sein. Ja, genau, ja. Da können wir es ja auch machen. Gell? Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Es gibt noch ein kleines Dankeschön. Ein Mahnmal des unbekannten Soldaten. Ja, Danke. Wir bekommen einen Dank.